Ja, sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich Sie heute am Anlass von PALDIGI und von SATW und der Stiftung Risikodialog begrüßen darf. Es ist mir als Co-Präsidentin der parlamentarischen Gruppe Digitale Nachhaltigkeit eine sehr große Ehre, was lange währt. Viele von Ihnen sind schon seit einem Jahr eingeladen, sei es als Referierende oder als Gäste. Und jetzt können wir unser Versprechen endlich umsetzen. Und ich danke Ihnen alle herzlich, dass Sie bei der Stange geblieben sind und heute hier vor Ort in Bern sind oder zu Hause im Büro oder wo auch immer digital an unserem Anlass teilnehmen. Künstliche Intelligenz begleitet uns täglich in verschiedensten Varianten, seien es die Chancen, aber auch die Risiken. Und gerade für uns als Parlamentarierinnen und Parlamentarier, denke ich, ist es die zentrale Aufgabe, zu schauen, dass Innovation möglich ist, dass wir die Chancen nutzen können, aber auch allfällige Risiken gesellschaftspolitisch schnell erkennen und dementsprechend die Leitplanken setzen. Ich habe mir mal so überlegt, in welchem Rahmen beschäftigt uns die künstliche Intelligenz denn schon heute? Einerseits wird uns gesagt, die Chefinnen und Chefs können zukünftig ihre Rollen besser wahrnehmen, wenn sie sich eben nicht mehr um Ballast kümmern müssen. Andererseits gibt es aber auch die ganze Thematik Diskriminierung, die ich auch schon in einigen Referaten gehört habe, wo man bei künstlicher Intelligenz achtsam sein muss. In der Schweiz, in der Eidgenossenschaft, haben wir bereits Leitlinien für die künstliche Intelligenz, werden wir sicher auch noch etwas hören. Und last but not least haben wir kürzlich in der Sicherheitspolitischen Kommission im Nationalrat bereits ein Postulat verabschiedet. Und da geht es um ein Thema, das vielleicht nicht im Alltag aktuell ist, aber uns als Schweizerinnen und Schweizer hier auch interessieren muss. Es geht nämlich auch um die autonomen Waffensysteme. Da haben wir in der Kommission festgestellt, dass es völkerrechtlich kein Regelwerk gibt, wie der militärische Einsatz von künstlicher Intelligenz zukünftig geregelt sein muss. Also Sie sehen eine riesige Palette. Wir haben hier sehr viele Fachleute im Bereich und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Und eine Person möchte ich besonders begrüßen. Es freut mich, dass Herr Stadtpräsident Alec von Grafenried auch bei uns ist. Du bist ehemaliges PALDIGI-Mitglied. Herzlichen Dank. Wir freuen uns sehr, Alec, dass du heute auch bei uns bist. Als Stappi von Bern kommst, bekommst du sicher jetzt auch wieder sehr viele Einladungen, wo du präsent sein darfst. Ja, sehr gut. Das haben jetzt alle gehört. Jetzt kommen sie dann, oder? Bevor ich weitergehe und danach natürlich vor allem die spannenden Referate vor der Tür stehen, erlauben Sie mir bitte noch ganz kurz unser PALDIGI-Team vorzustellen. Mein Co-Präsident, Nationalrat Franz Grütter, muss ich leider für heute Abend entschuldigen. Es ist ihm nicht möglich, hier zu sein. Er lässt Sie aber alle ganz herzlich grüßen. Und Sie sehen, wir sind parteipolitisch sehr breit aufgestellt mit Nick Gucker von der EVP, mit Sidney Kammerzin von der Mitte, mit Christian Wasserfallen von der FDP-Liberalen und mit Nationalrat Geri André, der heute auch hier ist, und Judith Belesch von der GLP, Grüne, Grünliberal, also alles breit abgestützt. Und das ist für uns ganz zentral in PALDIGI, dass wir eben nicht in die rechte oder in die linke Ecke geschoben werden können, sondern wir machen Gesellschaftspolitik. Nun möchte ich nicht mehr länger werden und bin sehr gespannt auf die spannenden Referate. Wir hören zuerst, was ist KI aus der Wissenschaft? Und danach ist es aber auch ganz wichtig und deshalb freut es mich, dass wir eben zusammen mit der SATW und dem Risikodialog diesen Anlass durchführen können. Wissenschaft, aber wir wollen auch die Bevölkerung, die gesellschaftspolitischen Stimmen wahrnehmen. Was beschäftigt die Bevölkerung in diesem Thema?
Ich danke ganz herzlich Matthias Stürmer für die Organisation, unserem Geschäftsführer, und Christel Plüss von der Geschäftsstelle, die Sie draußen begrüßt hat, und übergebe jetzt gerne Matthias Stürmer das Wort und wünsche Ihnen allen einen spannenden Abend. Besten Dank.